Wir müssen einen Begriff klären, und zwar Influenz. Influenz sagt man auch die elektrostatische Induktion. Elektrostatisch ist ein Feld, wenn es sich nicht ändert. Dann bleibt es so statisch, ne? Und das Wort Polarisation ist wichtig, dass wir das nochmal betrachten. Aber nochmal schnell zum Thema Influenz zuerst und dazu eine kleine Erinnerung. Wir wissen alle, gleichnamige Pole von Magneten stoßen sich ab. Wir wissen auch, dass sich gleichartige Ladungen, also Plus und Plus oder Minus und Minus, gegenseitig abstoßen. Wenn ihr euch da noch zu nochmal weiterbilden wollt, dann guckt hier oben. Hier erscheint immer so ein I, wenn man mit der Maus hier reinkommt oder irgendwie mit dem Finger das Handy berührt. Und wenn man auf das I klickt, sind weiterführende Videos. Dieses Video hält an. Ihr könnt da ruhig draufklicken, kurz mal reingucken, falls ihr was vergessen habt. Wir wissen auch, dass zum Beispiel in einem Plattenkondensator, wenn ich den negativ und positiv auf den entsprechenden Seiten aufgeladen habe, eine negative Ladung, ich habe jetzt mal das Minus hier weggelassen, ich habe es einfach blau mitgemacht, abgestoßen wird und hier auf der anderen Seite angezogen wird. Der Abstoßungseffekt ist jetzt besonders interessant. Wir nehmen mal einen Fall, wir haben eine Metallkugel und alle Ladungen auf der Metallkugel, weil das hier erstmal noch nicht, alle Ladungen haben sich gleichmäßig verteilt. Jetzt kommen wir aber mit einem Gegenstand, meinetwegen genauso groß oder größer, welcher richtig viel negative Ladungen auf sich vereint hat, in die Nähe dieses Körpers. Dann wird Folgendes passieren: Durch den Abstoßungseffekt werden die negativen Ladungen auf die Seite verschoben. Und wenn ich noch näher rankomme, kann es passieren, dass sogar die negativen Ladungen hier durch, man sagt, Koronarentladung oder Büschelentladung, sogar regelrecht davongetrieben werden. Dieses Verschieben frei beweglich müssen sie sein, frei beweglicher Ladungsträger, also das sind im Allgemeinen Elektronen, aber auch Ionen, da komme ich dann dazu, durch ein elektrisches Feld, das ist Influenz. Influenz heißt auch Einfluss. Gucken wir uns mal einen Stromkreis an. Hier ist er offen, ich habe hier eine Spannungsquelle, ich habe es extra mal nicht als Batteriesymbol gemacht. Und ich habe hier ganz viele negative elektrische Ladungsträger. Das können nur Elektronen sein bei Leitern. Und hier die positiven. Bei geöffneten Schalter haben sich die negativen alle bis hierher versammelt und warten nur drauf, sich endlich wieder ausgleichen zu können, damit im Inneren der Spannungsquelle wieder Frieden herrscht. Sozusagen Frieden, eine gleichmäßig verteilte Ladung. Wenn ich jetzt den Schalter schließe, dann werden die Elektronen verschoben. Diese frei beweglichen Elektronen in den Leitern werden verschoben und zwar gegenseitig angeschubst sozusagen und das mit Lichtgeschwindigkeit und gelangen zum positiven Teil der Spannungsquelle. Ich habe hier mal einen Widerstand eingezeichnet. Ich komme gleich auf das Wort Widerstand. Das gilt auch bei Widerständen, also bei schlecht leitenden Materialien. Das macht man in der Elektrotechnik extra, einen Widerstand einzufügen, damit es entweder keinen Kurzschluss gibt oder damit man den Strom begrenzen kann und so weiter. Also, auch das ist Influenz, dieses Verschieben. Wir brauchen diesen Begriff, dieses Verschieben von frei beweglichen Ladungsträgern in einem elektrischen Feld. Diese Influenz, die brauchen wir, denn das Verschieben, da werden wir dann dazu nochmal kommen, geschieht durch eine Spannung und Potentialunterschied. Komme ich dann aber drauf. Nochmal, weshalb ich hier Ionen nochmal unterstrichen habe. Schauen wir uns mal das rechte Bild an. Eine sogenannte Elektrolyse mit Y oder ein galvanisches Bad, sagt man auch dazu, funktioniert eigentlich ähnlich. Und zwar, ich habe hier zum Beispiel zwei Kohlestäbe, Graphit leitet, wissen wir, angeschlossen an eine Spannungsquelle. Hier ist negativ, hier ist positiv. Und ich habe hier eine Lösung, eine wässrige Lösung von Kupfersulfat. Kupferionen, wenn denen Elektronen fehlt, sind es Ionen, oder wenn sie zu viele haben, sind es auch Ionen. In diesem Fall positiv geladene Ionen, weil denen jeweils die Elektronen fehlen. Kupferionen, die sind positiv geladen und werden sich demzufolge am negativen Pol ablagern, weil sie von dem angezogen werden und von dem abgestoßen werden. Und die übrig bleibenden Sulfationen, SO4, sind negativ geladen und demzufolge werden sie sich abgestoßen von dem negativen Pol von der Seite, aber angezogen vom positiven Pol, dort anlagern.
Nicht zu verwechseln, und jetzt kommen wir zum Wort Polarisation. Polarisieren heißt ausrichten. Nehmen wir mal an, ich habe ein Stückchen Leiter und ich habe dort sogenannte Dipole, also zweipolige Moleküle, Dipolmoleküle. Und ich habe kein äußeres elektrisches Feld anliegen, also keine Spannung irgendwie ist vorhanden, dann sind die relativ chaotisch und haben sich chaotisch. Die haben sich einfach so ausgerichtet, wie es ihnen gerade gefallen hat. Wenn ich aber eine Spannung anlege, also hier wieder ganz viele Elektronen habe, dann werden sich die Dipole ausrichten. Also sie werden polarisiert. Dipolmoleküle sind zum Beispiel, ein ganz einfaches ist Wasser. Der Sauerstoff negativ geladen, die Wasserstoff, wenn ich sie trennen würde, wären es Ionen, die Wasserstoffionen in diesem Fall positiv geladen. Es überwiegt immerhin noch der positive Teil. Ich habe das hier nochmal dargestellt. Könnt ihr nochmal gucken, wie sich chemisch irgendwelche Verbindungen bilden und so weiter. Wer da reingucken möchte, geht da direkt los, warum das so ist und wie sich solche Atome und Moleküle zusammenschließen. Also Wasser ist ein typisches Beispiel für ein Dipolmolekül. So, das dürfen wir also nicht verwechseln. Polarisation heißt Ausrichtung. Und wenn ich die alle so ausrichte auf einer Oberfläche, dann kann man das durchaus vergleichen. Und dazu sage ich nochmal extra hier oben auf das I gucken. Auf das I, da ist nochmal ein Link. Das ist zu vergleichen mit in Reihe geschalteten Spannungsquellen. Also in Reihe geschaltete Spannungsquellen erhöhen die Gesamtspannung. Wie das funktioniert und wie man das nutzt in der Technik, wie gesagt, habe ich dazu noch einen Link angefügt. Ich hoffe, ich konnte den Begriff oder die Begriffe klären, Influenz und Polarisation und mit Beispielen untermauern, sodass ihr es besser versteht. Das Einzige, was ich will, ist, dass ihr es versteht. Also, ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.